Hallo, hallo, schön, dass Sie hier sind. Schöne Medienvertreter hier heute. Sie sehen irgendwie in die Premier League alle ein bisschen schöner aus als vorher. Könnt an die Wetter liegen und an die Sonnenschein, die ich hier verstrahle. Hallo, schön, ja, schreien Sie ein bisschen. Gut, gut. Hallo, hallo, Ruhe, reicht. Hallo, da, ja, setz dich hin. Willkommen zu dieser wunderschönen Pressekonferenz. Wir schreiben Montag, den 30.10. Ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal entschuldigen bei den Fans und bei allen Medienvertretern. Bei mir hat ein bisschen gedauert. Ich brauchte ein bisschen Verarbeitungszeit mit dem Aufstieg in die Premier League. Das ist für mich auch etwas ganz Besonderes, verstehen Sie? Und da brauchte ich einfach ein bisschen Erholungsphase und ein bisschen Planungsphase. Und dementsprechend hat das hier ein bisschen länger gedauert. Ich werde heute hier nicht so viel sagen, denn die Fokus liegt auf die Mannschaft. Ja? Ich weiß, ich gilt hier immer ein bisschen als Selbstdarsteller, bin ich auch. Aber trotzdem liegt die Fokus hier wirklich auf die Mannschaft. Und die Mannschaft hat sich toll entwickelt in den letzten Jahren. Wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen die Fokus von mir weg. Ich hatte einen guten Sommerurlaub. Es war auch fast Herbst, aber ich nenne es Sommerurlaub, weil ich war auf die Malediven. Da habe ich mir richtig die Kokonas geschaukelt und sitze jetzt hier in die Premier League mit Wrexham. Und hätten Sie dies vor 4 Jahren erwartet? Nein? Dann sind Sie blöd und kennen die Arbeit von Rudi nicht. Ja, super. Ja. Ich habe ein bisschen noch Wrestling geschaut die Woche. Ich war hier in der Lanxess Arena, habe gesehen, wie sich nackte Männer komplett eingeölt die Fresse polieren. Habe ich früher letzte Mal gesehen auf Days F. Deutsche Sexfernseher oder so, aber das war die letzte Mal und jetzt bin ich sehr happy, wieder hier zu sein und heiße Sie herzlich willkommen, liebe Medienvertreter. Ich sage Ihnen vorab, wenn Sie Fragen haben, können Sie schon mal vortippen und bei die Sekretärin Gertrud rechts neben Ihnen abgeben und ich werde die vorlesen, wenn die hier vorne angekommen sind. Kurze Ansage zu die Transferfenster. So, jetzt sitzen Sie hier alle und ich auch, Und ich kann Ihnen sagen, wir haben eventuell nochmal eine kleine Finanzspritze bekommen von Ryan. Ryan, auf diese Weg, alles Liebe, alles Gute, Gottverdamme, das war eine super Aktion von dir. Vielen Dank nochmal. Die kleine Finanzspritze hat uns ein bisschen geholfen. Wir haben super viel Geld, ist doll, hä? Wir sind reich, würde ich sagen. Bringt uns aber nicht viel, weil wir können die Mannschaft kaum verstärken. Wir haben wirklich wenig getan, ich habe sehr wenig getan. Ich bin dieses Jahr ein bisschen anders in die Nummer reingegangen. Ich wollte dieses Jahr die Mannschaft und die Spieler, die sich letztes Jahr so toll entwickelt haben, wirklich eine große Chance geben, sich weiter zu zeigen in die erste Liga. Die haben das verdient, die Jungs. Und dementsprechend haben wir ganz, ganz kleine Investitionen gemacht, bis eine sehr große Investition, die wir gemacht haben. Und ja, falls Sie die fragen, ich kann die so bestätigen und ich werde die so bestätigen. Gianluigi Buffon geht auch mit uns in Liga 1. Der Mann ist gerade mal 48 Jahre alt, also es geht, und er wird weiter die Torhüter bei uns in die Premier League. Und wenn die Hucke voll kriegt, kriegt die Hucke voll. So, mein ganz klarer Plan ist, den Leuten, die sich das hier so hart erarbeitet haben, auch eine Chance zu geben, sich oben zu zeigen. Und Gigi gehört da definitiv dazu. Ich habe hier für Sie eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet für unsere aktuelle Transferfenster. Und es hat sich ein bisschen was getan, aber eher in die Breite als in die Qualität. Na, das kann man so nicht sagen. Ja, Achtung, Haie, 3, 2, 1 mit die Fingerschnips. Doll. Hallo, willkommen zu die Transfer-Update, die Ticker. Mein Name ist Rudi Frikandel und schön, dass Sie sich hier eingefunden haben. Wir haben vorne Transfers getätigt diese Saison. Und zwar, kommt, ich kann den Namen Gottverdamme überhaupt nicht aussprechen. Ich nenne ihn einfach Duberry. Duberry kommt für 54. Komma, ja, halten Sie sich fest, wir haben einen Top-Transfer gemacht. 54,5 Millionen von Arsenal FC ist ein junger Flügelspieler mit 21 Jahren, mit einem großen Potenzial, hat gut in die U-Mannschaften performt und wir brauchten für die Flügel noch jemanden. Und es war so ziemlich die einzige, die wir für eine große Ablösesumme holen konnten. Da haben wir ein bisschen in die Flügel nachgelegt. Loago Black kommt ebenfalls als Nachwuchsspieler für 7 Millionen an unsere Truppe rein. Die wird sich erstmal über die zweite Mannschaft beweisen. Zusätzlich haben wir 3 ablösefreie Transfers. Und zwar Dane Scarlett kommt von Man City, ist eine Stürmer, kann ein bisschen Druck machen auf Ball. Armer Bella Gottschalk, ja, eine Bochumer Jung. Kommt gar nicht so weit weg davon, da wo meine Heimat dort ist. Aus Bochum hat er so ein bisschen die Fußballspielen gelernt, haben wir ebenfalls ablösefrei verpflichten können. Und
die wahrscheinlich absolute Top-Transfer, ablösefrei. Hat ein paar Jährchen schon auf die Buckel, aber bringt uns in die Breite ein bisschen weiter in die Verein. Auch zu 100% ist Fred. Und ich meine nicht Feuerstein, ne? Nicht, dass die mit die Auto hier und die Fußantrieb wegdüst, sondern Fred kommt ablösefrei von Manchester United. Die wollten den da nicht mehr. Ich musste mich entscheiden zwischen Casemiro und Fred. Fred hatte für mich einfach die sympathischere Lächeln und irgendwie die bessere Spielstil für unsere Mannschaft. Dementsprechend habe ich mich hier für ihn entschieden. Und das sind unsere 4 Transfers. Und ja, so gehen wir in die Saison. Es kann sein, dass wir hier richtig Code fressen müssen. Ich möchte das nicht ausschließen, aber ich vertraue meine Jungs. Wir haben Qualität. Wird das für oben angreifen reichen? Auf gar keinen Fall. Aber ich glaube fest daran, dass wir hier eine gute Saison mit die Jungs spielen und zeigen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bitte, jetzt sind Sie dran mit den Fragen. Sie dürfen, wenn Sie möchten. Ja, okay, wir haben hier schon die ersten Fragen, die hier reingekommen sind. Und zwar von den Herrn Richter von der Süddeutschen Zeitung. Wie haben Sie die Mannschaft diese Saison vorbereitet und wie war Ihre Sommerpause? Ja, die Sommerpause habe ich ja schon beantwortet. Nackte Männer eingeölt, die sich da schöne Brustschläge verteilen. Das war wunderschön. Die Mannschaft habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Wir waren in die Trainingslager wie jedes Jahr in Sylt, haben ein bisschen gechillt, haben ein bisschen Auslauf gemacht, ein bisschen Kondition, ein bisschen... Jeder durfte jeden mal Huckepack nehmen, habe ich dann Teambuilding-Maßnahme genannt. Hat gut geklappt anscheinend. Und ansonsten habe ich die Jungs nur gesagt, sie sollen weiter freudig Fußball spielen. Wir werden von unserem Spielstil nicht wegfahren. Ja? Wir haben keine Angst. Wir rennen nicht weg, wie Eddie in Stranger Things. Wir stellen uns und gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Aber wir gehen locker, mit einem lockeren Füßchen in die Saison. Ja? Dann haben wir eine Frage von Dirk Ellerit. Oh Gott, das ist nie gut gegangen. Herr Frikandel, es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie die Zahl 23 mögen und deswegen auch gerne mal Currywurst schnabulieren. Hatte das Einfluss auf Ihre Transferperiode? Es wird gesagt, dass Sie halbherzig diesen Sommer zu Werke gegangen sind. PS, schöne Grüße von meinem 12-jährigen Sohn, der hat Sie gestern in der Bay gehittet. Fortnite! So, das ist, weil, können Sie gar nicht wissen, ich heiße... In die Internet Romantic Boy 13. Das kann überhaupt nicht sein. Ne? Woher sollen Sie wissen, wann ich in Fortnite war? Falls Ihr 12-jähriger Sohn eine Romantic Boy erschossen hat, dann könnte sein, aber ich habe auch ein bisschen. Okay, das ist ein falscher Damer. Wo sind wir hier gelandet? Ich bin. Also, wie kommen Sie auf halbherzig? Nur weil ich gerne esse, ist das weit entfernt davon halbherzig. Ich esse gerne, ich habe einen fetten Bauch, ich gehöre nicht in diese Wrestling-Ring. Ja? Und ich sage Ihnen ehrlich: Curry. 23 ist für mich preis-leistungstechnisch die beste Laden. Ich habe noch nie eine bessere preis-leistungstechnische gute Currywurst gegessen wie da. Das ist wirklich ein Träumchen. Eine 11 von 10 Träumchen. Vielen Dank für die Frage. Ich bin ein bisschen dicker geworden. Wenn das irgendwie ein eloquenter Weg war, mir zu sagen, dass ich eine fette Sau bin, gucken Sie doch mal selbst in die Spiegel. Hä? Haie, vielen Dank für Ihre Frage. Bodenlos schon wieder. Dann haben wir Herr Frikandel, Toni Kroos vom Zwei Dicke Bälle für die Männermagazin. Haben Sie vor, in dieser Saison etwas defensiver zu stehen, da Sie als Aufsteiger gegen starke Mannschaften wie Man City spielen müssen, die Sie ja taktisch gesehen schon wegen Ihres Trainers Pep Guardiola sehr offensiv stehen? Zuerst einmal ist Pep Guardiola die schlechteste Trainer auf dem Planet. Lang lebe José Mourinho. Die ist einfach, die kann trainieren gute Mannschaften, aber alles andere hat diese Pep Guardiola noch nicht geschafft. Dementsprechend ist mir völlig egal, was die macht. Wir werden von unserem Spielstil nicht abweichen. Wir ziehen durch, wie eine Frankfurter Koksnase an die Bahnhof. Wir ziehen richtig durch. Uns ist die völlig egal. Wir werden mitspielen, wir wollen mitspielen, wir wollen attraktiven Fußball nach vorne spielen. Ey, komm hier doch nicht, ich spiele doch hier keine EAFC, 90 Minuten da hinten drin eiern und dann irgendeine Grundlinientor machen. Wir werden schön kreativ optisch anspruchsvoll nach vorne spielen. Vielen Dank für Ihre kompetente Frage. Zum ersten Mal habe ich lange nicht mehr gehört von Ihnen. Dann haben wir Fixi Hartmann von BBC Sports. Primäres Ziel wird der Klassenerhalt sein. Wie hoch ist der Kredit bei Ihrem Sugar Daddy Ryan Deadpool, wenn es am Anfang nicht so läuft wie gewollt? Erst einmal möchte ich Sie bitte dazu aufrufen, mit nötigem Respekt an Ryan Reynolds zu gehen. Ja, hier irgendwas von Sugar Daddy und Deadpool. Sie sind hier nicht per Du mit ihm, ja? So, Sie einfach Reihen nennen, das darf ich, das dürfen Sie noch lange nicht. Deswegen werde ich Sie jetzt weiter siezen auf maximaler Distanz und werde Sie sagen,
dass die Klassen halt die Ziel ist und wenn das nicht geht, wird Ryan Reynolds so viel Geld reinpumpen, bis wir drin bleiben. Optional werden wir einfach die Schiedsrichter, die VAR und die Liga bestechen. Ist das die Antwort, die Sie haben wollten? Ja? Glückwunsch. Hä? Jetzt ab. Wolf Hand und Fuß von der Sportbild. Glauben Sie, dass Sie in diesem Jahr überhaupt ein Spiel gewinnen können? Sie haben zwar viel Geld, aber Geld schießt ja bekanntlich keine Tore, wie man Manchester United sieht, die ja als zweiter Absteiger hinter ihren schon feststehen sollen. Was wollen Sie denn jetzt machen aufgrund der fehlenden Erfahrung Ihrer Mannschaft? Haben Sie irgendwie in eine Glaskugel geguckt oder ich weiß nicht, was ihre Idee hinter die ganze Nummerie ist, aber ja, ist richtig, Geld schießt keine Tore. Ja? Und deswegen habe ich auch nicht viel Geld ausgelegt. Verstehen Sie? Ich habe 60 Millionen ausgelegt. Das ist in 60 Millionen ist in die Bundesliga eine Komplettsanierung von einer Mannschaft und in die Premier League ist es eine drittklassige Hannes Wolf, die man da verpflichten würde. Interner Wechsel in die Liga oder so ein Yannick Westergaard. Hä? 60 Millionen ist wirklich überhaupt nichts. Also wir haben auch kein Geld ausgelegt, hä? Sie Klugscheißer. Wir haben einfach gar nicht so viel gemacht und hoffen damit das Beste. Und wenn die nicht funktioniert, habe ich Baby Ryan noch dabei und der wird mich schon irgendwie aus die Schlinge ziehen. Aber alles Geld der Welt hilft uns auch nicht, denn die Transferlage ist wirklich bescheiden bei uns. Hä? Dann würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Frage und zwar 6'7" von der American Soccer Association of America. Oh je, geht die Name noch länger? Ist auch eine gute, ein sehr gut. Haben Sie vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, noch 34 weitere Begriffe an Ihre Abkürzung zu handeln, dafür die Zeitung, die Sie haben oder was das ist? American Soccer Association of America. Oh je, mal noch ein bisschen länger da. Hä? Wie nennt man, wie ist die Abkürzung? ASA? Hi, je. Wann kommen Sie in die USA? Ins beste Land der Welt. LA Galaxy hat Sie als Wunschtrainer auf der Liste. Huh. Das ist eine Option, jetzt würde ich so sagen. Ne? Da gibt es viele Trading Cards, da kann ich Wrestling gucken, live. Da gibt es gute Wetter, gibt es Barmen, gibt es viel Essen. Keine Currywurst, aber viel Essen. Ich möchte die nie ausschließen, dass wir irgendwann mal vielleicht sogar in die USA gehen. Ne? Wo ist die Frage? Aber ich bin ja auch sehr verbunden mit die gute David Beckham. Und aufgrund die brachiale Entwicklung seines Sohnes bei uns. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine Option. Wir haben hier Enes von die Süddeutsche Zeitung. Meine Frage, können Sie sich vorstellen, Trainerkarriere mal selbst in den WWE-Ring zu steigen? Das wäre eine Option. Ich möchte die nicht ausschließen. Wenn Otis das kann, kann ich das von der Körpermasse auch. Würde dies aber tatsächlich nur machen, zusammen mit dem Wiese in eine Tag-Team. Ja, sonst würde ich die jetzt hier überhaupt gar nicht in Frage ziehen. In Erwägung oder so. Damit würde ich sagen, beenden wir auch die Fragerunde. Vielen Dank für die heute doch etwas kompetenteren Fragen als zuletzt. Das erfreut uns alle sehr. Herr Frikandel, nochmal die letzten Worte für Sie. Ja, wir sind in die Premier League. Ich freue mich. Wir geben Gas, wir werden mit die gleiche Mannschaft spielen, wuchtig nach vorne. Werde von die 6. Kippe mit den kippenden rechten Schienenspieler auf die 8 kippen und dann die 9 auf die 12 schieben. Und wenn die 12 nicht funktioniert, werden wir die 15 nach hinten schieben, mit die 1 aus die Tor ein bisschen versetzen, um einen konsequenten Spielaufbau über die Flügelspieler in das Zentrum dezentral nach hinten zu verlagern. Deswegen werden wir wuchtig und unangenehm in die erste Liga gehen. Ich freue mich sehr auf die Premier League. Und Pep, zieh dich warm an, denn die Rudy is coming for you. Wir brauchen junge, unbeholfene Spieler, die sich auch mal was trauen. Ja, Kader reicht eigentlich für die zweite Liga. Das ist eigentlich Weltklasse dafür, ne? Vielen Dank für die Fragen. Schön, dass ihr mitgemacht habt, Chat. Ja, willkommen in der Premier League. Willkommen in Liga 1 in England. Und das wird auf jeden Fall ein Projekt. Das ist noch nett ausgedrückt. Ja, es hat sich wirklich nicht viel getan. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat sich viel getan. Es hat sich nicht viel getan. Als ich jetzt gerade kurz bevor ich den Stream angeschmissen habe und habe noch ein, zwei Tage weitergemacht, nochmal eine Sache getan und zwar ist Joe Gomez noch zu uns gekommen als Innenverteidiger. Das ist halt eigentlich ein ganz geiler Transfer, nochmal für 9,5 Millionen. Den werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir den integrieren. Ich habe hier auch noch Sepp Vandenberg, aber aktuell, ja, müssen wir mal schauen. Also ich glaube, ich würde trotzdem mit Joe Gomez gehen. Sepp ist zwar super gut in der Entwicklung, aber die Erfahrung in der Premier League von Joe Gomez müssen wir eigentlich mitnehmen. Allerdings ist der gerade auch in ein bisschen schlechtere Form. Da müssen wir noch ein bisschen rumdeichseln. Bin ich noch nicht so 100% sicher. Ansonsten für die Startelf hat sich nur eine Veränderung gegeben. Zwei. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das handhaben werden, weil Paul Mullen geht halt einfach langsam wirklich auf dem Zahnfleisch.
der hat jetzt eine 68er Stärke. Der kann sicherlich mit ein, zwei guten Spielen auch nochmal ein bisschen höher schießen. Also 66, 68 ist halt für die Premier League schon hart. Wir haben mit Dane Scarlett einen ablösefreien Stürmer bekommen, der jetzt schon bei einer 76 rumeiert mit 22 Jahren, der in der Vorbereitung gut gebootet hat. Wir haben noch Højlund, der auch stärker ist. Aber ich will Mullen auch nicht komplett abschreiben. Startelf-technisch habe ich maximal nur Dubbery geholt von Arsenal. Sehr, sehr überteuert. Das war so einer der Top-Transfers, die ich mir vorstellen konnte für 54 Millionen. Also da haben wir richtig viel geblasht. Und ich wollte halt unbedingt noch einen für außen haben, weil Beckham, glaube ich, gerade so mal mit einer 68 rumgelaufen ist. Fred habe ich noch geholt, ablösefrei von Man U. Da können wir eigentlich auch nicht viel mit falsch machen. So, der bringt ein bisschen Erfahrung mit. Ist ein gestandener Premier League-Spieler, Teamplayer, professionell. Den wollte ich noch so in der Breite haben für die Bank. Ja, also ihr seht, wir haben nicht viel geändert. Kotschap ist drin statt Sepp Vandenberg. Ist halt geil, dass wir Bella Kotschap wirklich ablösefrei bekommen haben mit 24 Jahren. Der hätte sogar noch Potenzial hochzugehen. Also das ist halt wirklich ein Schnapper. Der hat letztes Jahr 36 Spiele gemacht für Southampton. Hat davor auch gespielt. Also der ist halt auch voll im Saft. Geiler Transfer. Passt auch irgendwie wie Faust aufs Auge so zu Wrexham. Und in der zweiten Mannschaft hat sich ein bisschen was getan. Ich habe den Tittensor im Tor. Ja. Er heißt so. Gekauft habe ich noch Black, Loago Black. Der kommt von Bournemouth für 7 Millionen. 22 Jahre Außenverteidiger, sehr, sehr stabile Werte. Soll sich auch erstmal ein bisschen in Form kommen und so ein bisschen Selbstbewusstsein und Moral wiederholen. Bevor ich die jetzt nicht spielen lasse, schiebe ich die in die zweite Mannschaft, damit die ein bisschen Routine, ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ja, das ist die Truppe, mit der wir reingehen. Und Liverpool ist übrigens Spiel Nummer 1. Hervorragend. Wand noch immer weiß. Naja, wann soll ich die denn streichen? Wir haben doch am Samstag erst das mit dem Zimmer. Haben wir Samstag gemacht? Freitag, ne? Und Samstag war ich busy. Deswegen konnte ich auch heute erst Farbe holen. Aber Farbe haben wir heute geholt. Der wäre allerdings für die zweite Mannschaft ganz sinnvoll. Ich guck mal kurz, was da so geht. Der kostet nicht viel. Den können wir mal für die zweite Mannschaft mitnehmen. Weil wer weiß, ob wir auf der ZOM nochmal was brauchen. Und es schadet auch nicht, wenn in der zweiten Mannschaft gute Leute sind, die so ein bisschen die anderen mitziehen. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Joe Gomez oder Sepp Vandenberg mit? Ich glaube, ich gehe wirklich auf Joe Gomez. Ist halt in der Breite einfach ein geiler Spieler für den Kader. Guck mal, an sich sieht die Mannschaft ja ganz gut aus. Liverpool hat eine Stärke von 8. Liverpool hat doch nicht 8 oder 55. Haben die ihre Truppe nicht aufgestellt oder was? Ja gut, Pedri ist nicht aufgestellt. Araujo ist nicht aufgestellt. Van Dijk ist nicht aufgestellt. Wenn er nicht aufgestellt ist, kann ich den kaufen? Salah ist nicht aufgestellt. Wenn er nicht aufgestellt ist, kann ich den kaufen? Nee. Okay. Wir sollten übrigens, und das ist wahrscheinlich die schönste Erkenntnis, die wir haben nach dem Aufstieg, etwas weniger Spiele haben als die letzten Saisons. Sind hier mit 19 Spielen statt 23. Das heißt, pro Halbserie schon mal 4 Spiele weniger. Dafür ist die Qualität hoch. Mein Ziel, Premier League dieses Jahr, sollte sein, dass wir uns hier irgendwo ansiedeln. Zwischen 10 und 12, würde ich sagen. Weil in der Breite mit Arsenal, Chelsea, Leeds, die ja gut gespielt haben, Leicester, Liverpool, City, United, Tottenham, sind einfach zu viele gute Vereine drin. Deswegen sage ich, zwischen 10 und 12 sollte ein Platz sein, der für uns erreichbar sein könnte, mit dem ich auch leben könnte. West Bromwich ist mit uns aufgestiegen und auch Middlesbrough. Vorbereitung lief okay, also ihr habt auch kein Spiel verpasst. 3-1 gegen Tranmere, 3-0 gegen Queen's Park, Frickley Athletic 7-0, Hertha 4-1, 10-0 gegen Aalen, 4-1 gegen Heidenheim und 2-0 gegen Wiedenbrück. Der ist eigentlich rechter Außenspieler, ist aber nicht viel schlechter und hat 4 Sterne Weakfoot im Prinzip. Also das kann man schon machen. Und was die Verträge angeht, haben wir ein, zwei Baustellen noch. Oder vor allem diese Baustelle. Und die könnte uns ein bisschen das Genick brechen. Der hat aktuell einen Marktwert von 126 Millionen. Es könnte sein, dass wir uns in der Rückrunde von Musambo trennen müssen. Der Marktwert ist halt brutal, ne? Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal so extrem hatte. Aber wir brauchen den jetzt halt. Das ist halt einfach unser Schlüsselspieler im Mittelfeld. Wir brauchen den. Und wir haben das erste Spiel gegen Liverpool. Ich weiß nicht, wir holen uns wahrscheinlich sofort eine richtige Packung ab zum Saisonstart. Geil ist, dass Musambo übrigens einer der besten Spieler der Premier League ist. Guck mal. 89er Rating. Das beste Rating hat Pedri mit 91. Die besten sind Liverpool, die schlechtesten sind Nottingham, die jüngsten, die ältesten. So, da haben wir doch was erreicht, was wir erreichen wollten. Das ist doch schon mal genau da, wo ich hin wollte. Der älteste. Buffon, 48 Jahre und 204 Tage. Nach Stärke sind wir auf Platz 8.
Es ist halt ein bisschen doof, dass wir sofort gegen Liverpool reinstarten. Liverpool können uns halt sofort ein Genickbrecher werden für uns, ne? Bevor, bester Mann, ey, das ist so lustig. Das ist so geil, dass der halt einfach immer noch bei uns spielt. Dass der einen Vertrag hat, bis der 50 ist. Und dann werde ich noch versuchen, den auszuschlachten. Jetzt geht's los. Der erste Spieltag der Premier League steht vor der Türe. Chat gegen Liverpool. Es könnte nicht schwieriger sein zum Start. Vorkartenverkauf ist abgeschlossen. Boah, ey, Boys. Wir haben 28.000 Dauerkarten verkauft. Das ist super viel. Und ihr müsst mal überlegen, wir haben ja das Stadion ausgebaut. Und wir haben insgesamt 30.000 Plätze. Und von den 30.000 sind 28 mit Dauerkarten. Das ist richtig stark. Wir sind halt eigentlich an einem Punkt, wo wir auch schon überlegen könnten, ob wir das nochmal weiter ausbauen. Aber vielleicht mache ich das mal offstream. Das ist vielleicht eine Aufgabe für offstream, dass ich mal ein schönes Stadion baue. Wir sind zumindest mit der Top-Truppe drin. Sind aber gnadenlose. Ja, jetzt haben sie auch alle aufgestellt. Mal gucken, wen hatten sie eben nicht aufgestellt. Van Dijk war nicht aufgestellt. Araujo war nicht aufgestellt. Ach, die haben Frimpong. Gut, ja. Fabinho spielt auch immer noch. Gut, Pedri, ja, gut. Harry Kane, ja, gut, gut. David Nunes. Nicht mal auf der Bank. Wow. Nicht mal auf der Bank. Können wir einen guten Saisonstart leisten? Wichtig wäre es, die Niederlage in Grenzen zu halten. Das wäre gut. Ja. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Rein! Ein guter Start ins neue Team. Da können wir direkt einfach mal Joe Gomez reinhauen. Der kann gegen seinen Ex-Verein ran. Joe, mach keinen Mist. Vor allem Kotschab direkt mit einer 2 und raus, ne? Aber zur Halbzeit 0-0. Und wir sind das bessere Team. Wir sind das bessere Team. Das ist eigentlich ein Majewski-Spiel, Chat. Majewski, es ist deins. Es ist Harvey. Ja, okay, jetzt geht alles vor die Hunde. Joe Gomez. Oh, Joe Gomez mit Anschlusstreffer. Nein. Boah, Majewski mit einer 6. Nö, ist ein Majewski-Spiel, habe ich ja gesagt. Und Fred darf auch nochmal ran. Bisher sieht das ja eigentlich nicht schlecht aus, so. Ja, wir liegen hinten. Ja, es ist 3-1. Ja, es ist aber auch vor allem Liverpool. Und hier sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Die haben jetzt in der zweiten Halbzeit gut aufgedreht. Hat gut geklappt mit dem nicht völlig abschießen lassen. 5-1 gegen Liverpool. Guter Start. Wir kommen einfach nochmal. Da wird einfach Harvey Elliott rausgenommen. Salah reingebracht. Araujo raus. Konate, Fabinho. Ist gut angefangen. Start nachgelassen. Aber gegen Liverpool ist auf jeden Fall. So habe ich mir den Start in der Premier League vorgestellt. Wir sind aber nicht mal Letzter. Aber das ist auch noch lange nicht unser Maß. Ich kann damit leben. Ich werde aber nicht meinen Spielstil deswegen ändern. Ach komm, einmal gegen Liverpool und dann minus 3? Ryan, es bröckelt bei uns, Bruder. Es ist Nottingham. Nottingham Forest. Das sind, glaube ich, so die schlechtesten bei uns in der Liga. Auf dem Papier. Da könnten wir sowas holen. Okay, das ist ein Los, mit dem ich arbeiten kann erstmal. Hätte leichter sein können. Hätte aber auch viel schwerer sein können. Weiß auch nicht, wie lang. 9 Tage. Perfekt. Fällt das nächste Spiel aus. Ich freue mich riesig. Ich freue mich ein zweites Loch in. Ihr wisst schon. Was sagt ihr, wo landen wir am Ende der Saison, Chat? Crystal Palace ist halt schon direkt so ein Spiel. Weiß ich nicht. 14, 17. Oh, ihr wird doch gar nicht zugetraut. Gut. Unteres 10, 9. Ja, so 10. könnte ich schon mit leben. Premier League ist halt richtig, richtig brutal. Egal, ob es Bundesliga ist oder sonst was. Premier League ist nochmal way above. Guck mal, selbst Crystal Palace hat eine bessere Spielstärke als wir. Eine Absteigung in dem Spiel doch ist möglich. Ja, irgendwie auch mal eine schöne Story. Nee, wäre nicht, sag es nicht. Nee, wäre keine schöne Story. Abstieg muss nicht sein. Gut, dass wir Joe dabei haben. Aber das ist geil. Da können wir immer schön durchwechseln. Sepp ist dabei. Müssen wir eigentlich machen, oder? Also am Geld scheitert es halt nicht bei uns, ne? Weil guck mal, wir haben hier noch 74 an Bar. Wir haben hier richtig noch Gehalt und Transfer. Ja, müssen wir mitnehmen. So, mal ein kurzer Tipp. Wie viel fordert der? Wie viel Gehalt? Ich sag, der fordert 8 Millionen. Gute ist halt, wir haben nicht viel an Transfers ausgelegt. Das können wir schon machen. Vorstellen wir, wenn es so deutlich über den Gehältern der anderen Spieler liegt. Perfekt. Ich hätte vielleicht einfach noch ein bisschen damit warten sollen. Ich weiß nicht, wie wir... 2 Mille ist das höchste Gehalt. Ich kann den aber auch nicht verkaufen, Chat. Das ist halt unser Leistungsträger, so ist unser Mann. Das müsst ihr doch genauso sehen wie ich. Einzige, was ich machen kann, ist halt, würde ich bis zur Winterpause warten und gucken, was bis zur Winterpause passiert.
wo stehen wir in der Winterpause und was machen wir in der Winterpause? Ich kann hier auch noch drehen, ne? Also ich kann halt auch Blocksam auf die Nummer schieben. Der wird halt der Nächste sein, der sich dahin entwickelt, so. Ich guck mal, was passiert, Chat. Also, es ist wild. Joe Gomez erzielt sein erstes Tor. Ey, herzlich, super letztes Spiel. Großes Lob. Ja gut, den wir jetzt direkt anschließen können, aber die sind auch viel, viel stärker als wir. Die haben auch eine richtig gute Truppe. Ich habe das Gefühl, wir haben eine ganz, ganz wilde Saison vor uns. Ja, guter Start. Auf die Frage, warum ich Probleme habe, Musambo abzugeben, jetzt wisst ihr warum. Aha, Heulund ist da. Ja, hat sich erledigt. Guter Start in die Saison. Ich freue mich. Wir ziehen das durch. Christe ist auch eine gute Truppe, muss man sagen. Christe ist ja eine gute Truppe. Ja, ich habe das Gefühl, Ryan ist nicht mehr ganz so zufrieden. Kommt vielleicht nicht so viel Geld mehr rüber dann. Eieieiei. Ersten zwei Spiele sind auf jeden Fall schon mal Lehrgeld. Aber ich will nicht von unserer Taktik weggehen. Ich will es einfach nicht. Ich will nicht anfangen, auf einmal jetzt anders zu spielen, als ich es vorher gemacht habe. Jetzt haben wir halt schon zwei sehr starke Gegner weg. Das sind auch nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen. Lass die Truppe mal in Fahrt kommen. Wie steht ihr eigentlich dazu, mal zu einem Abstieg und einem Aufbau wieder in der zweiten Liga? Oh, ich hab jetzt schon alle Horrorszenarien im Kopf. Also die ersten zwei Spiele waren ein bisschen ernüchternd. Wir versuchen mal ein bisschen Formpush zu machen bei den Spielern. Vertragt euch wieder. Das ist. Vielleicht werde ich den nächsten Tag mal mit. Ja, macht zeitnah. Und du auch. Vertragt euch wieder. Ihr spielt doch beide. Warum seid ihr denn sauer? Ihr spielt beide. Noch. Was mit Malen Stärke? Ja, der hatte eine ganz, ganz schwierige Verletzung, ne? Malen ist halt viele, viele Wochen ausgefallen. Hier war ein Muskelriss. 3 Monate. Der muss sich jetzt erstmal langsam wieder aufbauen. Hat auch kein Selbstbewusstsein so. Ihr werdet jeden Zentimeter des Platzes abgraben. Ich mache das nicht mehr gern, aber wir müssen da jetzt in sowas reingehen. Ja. Blocksam. Sehr gut, Blocksam. Endlich mal früh in Führung. Dubbery ist... Musambo, sehr stark. Dubbery bisher noch weit hinter seinen Möglichkeiten. Ne? Wieder mit einer 4-5. Für das, was wir für den ausgelegt haben. Wo seid ihr, Hater? Wo seid ihr, Hater? 3-1 gegen West Ham. Ganz stark. Erster Sieg in der Premier League. Wir sind doch da. 3-1 zu Hause gegen West Ham. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Scarlett, Jones und Blocksam. Auf geht's, Wrexham. Spieler des Spiels. Gigi. Mit 48 Jahren in der Premier League. Gigi. Spieler des Spiels. Was hier passiert? Lautaro Martinez wechselt von Inter zu... Liverpool hat noch nicht genug, oder? Ja, was? Warum geht die denn alle nach England? Stehen, haben wir nicht schon Kane vorne im Sturm? So, holen wir nochmal Lautaro Martinez. Na klar. Vertragen sich ab jetzt wieder. Aha. Und jetzt geht's für dich endlich mal in Form zu kommen, Bruder. Ich habe 54 Mille für dich geletzt. There's only one GG Buffon. One GG Buffon. Was? Walking along, singing the song. Walking in the GG Wonderland. Du bist auch richtig im Modus 2 Meter, oder? Ja, Jungs, das Ding ist ja gewonnen. Da ist ja gewonnen. Loris Karius im Tor, Chat. Und ihr sagt mir, man kann mit Buffon nicht in die erste Liga gehen, ne? Oh, die haben Maxi Wöber. Boah, das wäre auch ein geiler Transfer für mich, ne? Würde ich sofort nehmen, den Jungen. Hoffen wir das Beste. Leeds United 11. Wir 14. Wäre wichtig. Mal so ein, zwei Spiele mal am Stück auch ja, zum Punkt wäre gut. Der Sieg ist heute möglich. 0-0 zur Halbzeit. Wir haben mehr Ballbesitz, wir haben mehr Chancen, das ist schon mal viel wert. Dubbery mit dem ersten Tor, nein, nicht Brandon Aronson, nein. Versuchen wir es mal so. Dann haben wir eventuell nochmal jemanden für die Standards mit Telles. 1-1 gegen Leeds ist eigentlich nicht so schlecht, so. Die haben echt eine gute Truppe, so. Und die hatten auch echt letztes Jahr eine richtig, richtig gute Saison. Sind die letztes Jahr sogar 4. geworden oder so, kann man das nicht sehen? Weil die sind letztes Jahr 5. geworden in der Premier League. Hart. Ich bin ein harter Trainer. Okay, das weißt du vielleicht nicht von Ten Hag da drüben, aber ich sag dir, ich bin knüppelhart. Aaron Hayden. Oh, ich sehe da unten was. Chat.
Habt ihr das auch gesehen? Wir haben ein Angebot von 251 Millionen für Edumbo. 251 Millionen für Edumbo. Das ist richtig viel Schotter. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz uns zusammensetzen. Denkt an Musambo Number 5, ne? 4 Spiele, 3 Vorlagen hatte. Das ist das Doppelte vom Marktwert. Ich glaube nicht, dass wir mehr kriegen. Das Geld ist das kleinere Problem. Ich sage euch ehrlich, Geld, selbst wenn ich 120 kriegen würde, würde ich darüber nachdenken. Aber guckt euch den halt an. Werte, kurz, Passwerte, Ausdauer, Antritt, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Schneiden wir uns damit ins eigene Mark, wenn wir den einfach abgeben. In eh schon einer sehr schwierigen Saison. Sagen, wir brauchen das Geld nicht. Wir machen die Hinrunde mit dem und verkaufen den Zurückrunde. Dann nehmen wir wahrscheinlich ein bisschen weniger ein. 150 Mille ist richtig viel Geld. Das ist richtig viel Geld. Aber ich sitze dann auf 250 Millionen, die ich sowieso nicht loswerde. So, ja, ich kann ein Stadion davon bauen, cool. Bringt mir aber auch nichts, wenn ich dann runtergehe. Verein wäre saniert und außerdem hoffen die Fans schon... Ja, aber was denn für saniert? Der Verein ist doch saniert. Wir haben 70 Mille. Das bessere Frikandel-Angebot kann ich auch ohne 250 Millionen machen. So viel Frikandel kannst du gar nicht fressen, Pack Attack. Ey, ich sag euch ehrlich, mein Gefühl sagt mir nein. Und es ist halt auch vor allem City, ne? Stärkst du wieder einen Konkurrenten mit. Vielleicht tut sich ja noch mal ein bisschen was, dass wir Musambo vielleicht doch noch mal verlängern können. Mir würde sich jetzt verletzen. Ja, schreis mal nicht zu laut, Pack Attack. Boah, hier fliegen Summen, Alter. Gut, dass wir das Stadion jetzt im Hintergrund so ein bisschen ausbauen. Dann können wir jetzt noch ein bisschen was an der Infra machen. Was bringt uns das? 20 Bonus auf Medienbeliebtheit. Fanartikelverkäufe mehr. Medizinische Abteilung bringt uns Verletzungszeit 19% kürzer. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist nie schlecht. Ich habe ja die Liste durch. Es gibt keine krassen Spiele. Oberschenkelzerrung. Ja! Geil! Schön hier eine Oberschenkelzerrung geholt nach 7 Minuten. Glückwunsch zum ersten Tor in der Liga. Sehr gut. Das ist auch schon mal gut. Patrick Jones, was ist eigentlich mit dir? Du spielst noch mit, oder? Patrick, ich meine, du rennst hier immerhin mit 3,5 Sternen rum und einer 80er Rating. Du bist eigentlich einer der Top-Spieler hier. Ein bisschen mehr Präsenz von dir wäre ganz geil. So, vor allem als ehemaliger oder als gestandener Rexham-Lallah. Leicester holt für 53 Millionen Ali Cho von Union. Was hat der gemacht, dass die 53... Ja, okay, 20 Tore... Ach du Heiliger, schön, dass die vor dem Spiel gegen uns nochmal einen Stürmer für 53 Millionen verpflichten. Leicester, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr Ali Cho geholt habt. Wirklich toll. Guter Transfer für euch, ich freue mich von Herzen. Die Zwischenzeiten hier sind schon krass, ne? Also Ladezeiten, so, da passiert wirklich wenig. Ich kenne das Gefühl gar nicht mehr. Sonst kommt immer Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel. Geil ist, dass Rexham mit Abstand die meisten... Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Wait. Really? Wo kann man das sehen? Hä? Hä? Wer hat Rexham zu dem gemacht, was sie jetzt sind? Wer? 99% Auslastung. 12.000 Dauerkarten mehr als... Wer? Manu, ich kenne sie nicht. Doch Stadion ausbauen. Also das ist ja krank. Das ist ja richtig krank. Das ist wirklich krank. Ja, ist die Rudi-Effekt, ja? Das ist die Rudi-Effekt. Ich sag dir immer wieder, wenn ich komme und mein Frikandel auf den Tisch lege. Dann ist die Verein komplett kernsaniert. Von Sekunde 1, ne? Lecker. So, wir gehen rein gegen Leicester. Spielt Ali Cho direkt? Natürlich spielt Ali Cho. Er hat ja super. Toll. Also, da sind wir eigentlich schon wieder Außenseiter. Bei der Nummer, ja. Aber ein bisschen fängt sich die Form gerade. Glückwunsch zum ersten Tor in der Liga. Dane Scarlett, von dir müsste ein bisschen mehr kommen. Der hat, glaube ich, noch gar nichts gemacht, ne? 4-1. Das ist ein bisschen wenig. Ein Siegespflicht. Sind Siegespflicht. Ich würde gerne ein bisschen Ballsieger reingehen, aber ich traue mich nicht so ganz in der Premier League. Aber komm. 0-0 zur Halbzeit. Es ist nichts passiert. Noten hinten sind okay. Job spielt auch noch keine gute Saison, ne? Möchte ich mal sagen. Der hat aktuell eine 4er Durchschnittsnote. Ich wollte den ja eigentlich richtig hochpushen, ja. Versuchen wir es mal so. Vielleicht geht noch ein bisschen was. Joe Gomez nochmal mit einem Tor. Und Ampadu, den ich reingebracht habe für die 5 von Kocak mit einer glatten 6. Wir haben jetzt echt noch ein paar Brocken. Wir haben auch die ganzen Großen noch nicht weg. Wir haben Chelsea noch nicht weg. Wir haben Liverpool haben wir weg. Okay, Menu haben wir noch nicht weg. City haben wir noch nicht weg. Tottenham haben wir noch nicht weg. Arsenal haben wir noch nicht weg. Oh, Leicester wäre halt schon wichtig gewesen, ne? Ach, Menno, ey. Ja, wird immer besser. Und jetzt kommt Arsenal. Cool. Nee, cool. Osimhen, Pino, Martinelli...
Gut. Machbar. Mhm. Leicester war auch 15. Bentosa fällt aus. Bodenlos. Ich sag ja, das wird eine schwierige Saison. Gerade mit dem Spielstil. Wenn wir sagen, wir bleiben bei unserem Spielstil, das Einzige, was ich darüber nachdenken könnte, ist wirklich auf Konter zu gehen. Ich will ja auch nicht völlig stur durch die Welt gehen. Aber Premier League ist halt mal was anderes als Bundesliga. Wir sind halt noch voll im... Oh nein, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Und dann darf der gute Luago Black sich sofort mal für die erste Mannschaft anbieten. Luago, ey, viel Erfolg. Guck mal, wir sind halt von der Spielstärke halt auch nur ein mittelklassiger Premier League-Club. Hey, rein gegen Arsenal, Chat. Wir sind also komplett unterlegen. Danach kommt Nottingham, das Carabao Cup, dann City. Dann kommen für uns wichtige Wochen hier. Das sind die wichtigen Wochen in dem Abschnitt. Ab dem Wolves-Spiel, West-Brom-Spiel sind für uns die wichtigen Wochen. Such's jetzt noch einmal so. Und wenn das jetzt wieder nichts wird, dann stelle ich gegen den nächsten Top-Gegner auf Konter. Wir holen mindestens einen Unentschieden. Dewberry, endlich mal. Nein, nicht sofort. Hasaka, genau. Job wieder mit einer 5-Chat. Was mache ich mit dem? Immer in der zweiten Halbzeit, ne? Immer in der zweiten Halbzeit brechen wir zusammen. Erste Halbzeit sieht immer gut aus. In der zweiten Halbzeit brechen wir immer ein. Ich hoffe, ich habe ohne Entlassung gespielt, Chat. Ich weiß es nicht. Ich meine aber schon. Ich meine, dass das schwer wird, klar. Aber das ist schon nochmal krass. Ist schon bezeichnend, dass Gigi einer unserer besten Spieler ist, ne? Stärke hin oder her. Der ist auch nicht gerade viel stärker. Die Form spricht so eher für Fred. Aber der hat ja gerade eine Durchschnittsnote von 4,25. Das ist furchtbar. Nottingham, Pokal, Carabao Cup. Und du gewinnst anscheinend auch nicht. Irgendwo ist hier gerade... Irgendwo ist der Wurm hier drin, Chat. Abpfeifen. Dane Scarlett, 1-0. Assist Musambo. Wir sind weiter im Pokal. Boah, hier ist jedes Spiel jetzt schwitzig, Alter. Das ist aber... Können wir uns nicht beschweren. Wir sind wirklich 3-4 Jahre richtig durchgejockelt. Scarlett mit dem 1-0. Wichtig. Aber... Ey, die sind halt viel schlechter als wir, ne? Das muss halt eigentlich viel eindeutiger sein. Irgendwo ist gerade der Wurm drin. Auslosung Carabao Cup. Passt auf, wie wir jetzt einen Knaller kriegen. West Ham. Naja, geht noch. Kurztrainingslager vor dem City-Spiel. Gegen City gehe ich safe auf Konter. Joe Bellingham freut sich aufs Duell. Und hier machen wir jetzt auf jeden Fall Konter rein. Das ist jetzt das Erste, was ich mache. Aber City ist halt, die sind halt auch, jetzt sagt ihr mir wahrscheinlich, die sind ja auch nur Sechster. Aber allein 933er Stärke. Und diese Truppe macht mir halt, gibt mir halt andere Gefühle, ne? Aber Arsenal war ja für euch auch machbar. Da habe ich ja nur 6-1 kassiert. Was wird das jetzt? 12-1 oder so? Das ist wirklich eine der schwierigsten Saisons, die ich bisher hatte. Gigi rennt hier schon wieder mit einer 69 rum, ne? In seinem Alter ist 69 so bockstark. Rein gegen City. Und Stoßgebete in den Himmel. Das Spiel sieht eigentlich relativ in Ordnung aus. 3-2 Torschüsse. Es geht halt nichts nach vorne, ne? Der rennt hier mit einer 5 rum. Ja, Job, dein Bruder ist raus. Zeig du, was du kannst. Fahren wir dann mit einer 2. Job! Job! Der eine Bruder raus, der andere trifft. Oh Gott. Zeitspiel. Es ist 68. Es wird nur noch über den Torhüter gespielt. Optional den Balljungen die Beine wegtreten. Wir sind so kurz davor. So kurz. Nein! Ja, nein! Von Bernardo! Nein! Nicht schon wieder Eigentore! Warum denn immer Eigentore? Warum denn immer Eigentore? Ich verstehe das nicht! Ich verstehe euch nicht da hinten! Das ist das 34. Eigentor in 2 Jahren, wo ihr da seid! Ich kann das nicht mehr! Ich kann das einfach nicht mehr. Auch moralisch halte ich das überhaupt nicht mehr aus. Oh. Wie kann man denn so blöd sein? Der Saison von Anhalt werden sie schon bald nicht mehr Trainer des Vereins sein. Aber Yannick freut's. Ich finde es ja eigentlich gar nicht so dramatisch so. Ich meine, wir sind halt Aufsteiger in die Premier League und mischen halt irgendwo da unten mit. Das ist ja völlig logisch. Aber es wäre halt echt fatal, wenn wir hier rausgeschmissen wären. Weil dann weiß ich nicht, wie wir das angehen. Jetzt kommen halt die wichtigen Wochen, ne? West Bromwich und so, das sind alles Mitaufsteiger. Und die Vereine, die ja sonst noch rumgurken.
Stell dir mal vor, wir hätten noch Mosambo abgegeben. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass unser zentrales Mittelfeld gerade ein bisschen schwierig ist. Nachdem Ihr Präsident eine flammende Ansprache hält, in der die Sätze Ihrer Sanktionen möglichen Folgen ausführlich darstellt, zeigen Sie sich auch notorisch skeptisch bei einer. Ihr Spieler gewinnt 10 Moralpunkte, außerdem steigt die Stimmung der Mannschaft um 2. Ich meine, an sich haben wir nur 3-2 gegen City verloren. Das ist erstmal ja nicht schlecht, ne? Wir hatten ja so die Chance, das zu gewinnen. Vielleicht war das Zeitspiel auch zu früh so. Das muss man halt auch mal so sehen, dass das sicherlich nicht schlecht war. West Bromwich ist Pflichtsieg. Gewinnen wir gegen West Bromwich nicht, dann... Puh. Ja, ich erleide Schlappe beim Golf. Das sind die wichtigen Nachrichten heute, oder? Wir müssen ja jetzt gucken, dass wir mal 2-3 Spiele in Folge halbwegs erfolgreich sind. Von der Mannschaftsstärke sieht das ja gut aus. Scarlett, Junge. Schießt euch doch einmal jetzt bitte einmal die Brust vom Hals. Ein einziges Mal. So. So. Das muss ja jetzt mal sein. 3-0. Ich nehme mal die Note mit für die Form. Beim 4-0 kann man es auch machen. Dane Scarlett, endlich. Es läuft. Wir sind wieder da. Wie englische Rücken. Weg, wie englische Rücken. Moment. Mullen darf mal. Dann nehmen die 1-5 mit. Auf geht's, Mann. Aber der hat schon wieder nur eine 3, ne? 8-0. 8-1 ist auch okay. Einmal den Frust vom Hals geschossen. Und mal ein paar Noten mitgenommen. Geil. Patrick Jones, Block Sam, Patrick Jones, Fred, Scarlett. Alle haben sie mitgemacht. Malle mit einer 4. Tut erstmal gut. Aber jetzt kommt direkt Wolverhampton. Ach, Zufriedenheit mit meiner Arbeit. Ihr könnt euch alle mal... Ich habe hier Todesangst um meinen Job. Jetzt steht da Zufriedenheit mit ihrer Arbeit. Ich kann's nicht mehr. Patrick Jones, alle mit einer 4. Sehr gut, perfekt. Unsere Spieler sind komplett drin. Fred erzielt sein erstes Ligator. Ey, er hat sich super letztes Spiel. Klasse. Hat er wirklich gut gemacht. Guck mal, bei uns sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wir haben die zweitmeisten Tore kassiert. Geschossen. Aber auch die meisten Tore kassiert. Also, an vorne ist gar nicht so schlimm. Wir haben gerade 9-1 gewonnen. Das täuscht vielleicht auch ein bisschen. Ich sag mal, lass uns mal hier irgendwo ansiedeln. Der Sieg ist heute möglich. Nein, nicht noch vor der Halbzeit. Hört doch auf, es sieht doch so gut aus. Bleibt doch wenigstens bei einem 3-1. Warum denn dann nochmal 2 Dinger? Jetzt, Mann. Wichtig. Mosambo. Stark, Digga. Sehr gut, Mosambo. Nathan Collins, einfach doppeltes Eigentor. Den verpflichte ich. Der ist Wrexham-Fan. 6-2 Sansibar nochmal mit der Hütte. Mosambo Assist auf Sansibar. Ich weiß, warum ich ihn nicht verkauft habe. Ganz wichtig. Und wo ist Ryan Reynolds, wenn man ihn braucht? 46 Mille Marktwert, 82 Stärke, aber Wrexham-Fan. 3 Assist Mosambo und 1 Tor. Brutal. Brutale Performance und trotzdem nur eine 1-5. Haha. Aber ist ja schon mal verdoppelt. Das Wellness-Zentrum ist hier bald. Beckham erzielt 2 Tore. Zufriedenheit mit ihrer Arbeit? Ach, auf einmal. Nee, ich bin ein bisschen sauer. Muss ich sagen, ich bin ein bisschen berührt auch. Kann man das verstehen, Chat? Ja, oder? Bisschen berührt. Behut, Stufe 4 verbessert. Sehr gut. Behut, ich habe auch dich nicht vergessen, mein Freund. Aber geht ein bisschen besser durch die Saison. Also wenn ich überlege, wie viele Spiele wir hatten in den unterklassigen Ligen, so, das war schon eine harte Nummer. Newcastle 15. wir 13. Newcastle ähnliche Spielstärke wie wir. Fred, ich lass dich mal wie ein Taschenmesser in der Tasche, weißt du, für die brenzligen Situationen. Aber sonst würde ich, glaube ich, aufstellungstechnisch nicht viel machen, weil die Form gerade ganz gut ist. Es tut ein bisschen leid für Malle, ne? Ich wusste, dass der Tag kommt, aber schwierig. Was sagt überhaupt euer Scouting-Dings hier? Das ist ja nicht viel. Habe ich das beste Scouting? Habe ich? Kommt da aber wenig bei rum. Ehrlich. Macht hier eigentlich irgendwas von euch jemand was oder so? Oder ist das jetzt so ein, wir gucken mal, aber muss auch nicht Ding? Newcastle, noch so ein neureicher Verein. Boah, ich war früher, mal kurz off-topic. Ich war früher als Jugendlicher so ein großer Newcastle-Fan. Alan Shearer, Obafemi Martins und wer da nicht alles gespielt hat bei Newcastle. Das war so eine geile Truppe früher. Ist mir aber egal, ob ich mal Fan von euch war. Denn 60.000 Leute da draußen wollen uns untergehen sehen. Wir werden ihnen den Tag verderben. Eins noch zur Halbzeit ist okay.
Ausgeglichenes Spiel. Ich lasse mir meine Zündler noch. Jetzt, yes, Mann! Durbury mit Musambo. Dubbery, es tut mir leid. Ich meine doch Dubbery. Oh, Jungs. Ach, guck mal, wo sind... Yannick, wo bist du, du Hatersau? Hä? Yannick. So, Zeitspiel. Ich bin eine Drecksau. Ich sag's ehrlich, es ist mir doch egal. Ich mach jetzt hier einen ruhigen. 2-0. 2-0 gegen Newcastle. Endlich auch mal, dass die 0 da hinten steht, Jungs. West Ham hat sich stark verbessert, nachdem sie da gegen uns gespielt haben. Die letzten drei Spiele gewonnen. 5-0, 2-1 und 2-0. Oh, die sind ja richtig gut in Form. Warum sind die auf einmal so gut in Form? Wo kommt das her? Aber wir sind auch gut in Form. Carabao Cup. Dritte Runde. Ihr seht die Form, ihr seht die Teamstärke. Es gab damals so viele geile Legendenspiele. Heutzutage gibt es gefühlt zwei. Ja gut, also nee, das stimmt so ja auch nicht. Ich könnte jetzt an der Hand wahrscheinlich 10 Trikots aufzählen, die ich mir holen würde, weil die Spieler krass sind oder talentiert sind oder die Spaß machen. Also das ist so dieses typische früher war alles besser Argument, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Gab sicherlich damals auch... Warte mal 10 Jahre weiter und dann sagst du das genauso über die Spieler, die jetzt da sind. Von Lewandowski über Musiala, über CR7, über Messi, über Haaland, über einen Modric, einen Toni Kroos-Trikot. Ich weiß nicht, was da noch alles machen könntest. So, also es gibt schon geile Spieler. Carabao Cup, Runde 3, West Ham. Gib ihm. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Oh, so schnell. Yes! Højlund Job. Ach, 70 kann man schon mal auf Zeitspiel gehen, auch bei einer Führung. Nächste Runde Carabao Cup. So langsam pendelt sich's doch hier ein. Wir sind 3-4 Mal vermöbelt worden, ja? Wie Tyson Fury, aber wir stehen auch immer wieder auf. Nächste Runde. Ein Kicker, weil man jünger war, aber bleibt dabei, so eine Werbung wie damals Nike mit Beckham, Seedorf, Ibra etc. würde heute nicht die gleiche Magie haben mit den Spielern. Meinst du die, A little less conversation, a little more action, please. In diesem Käfig und sowas mit Ronaldinho und so? Ja, bin ich bei dir? Safe, aber ich glaube nicht, dass das an den Spielern liegt, Stein. Ich glaube einfach, dass das generell daran liegt, wie man Sachen konsumiert. So. Ich glaube nicht, dass das zwingend daran liegt, dass das Potenzial nicht gibt. Wenn du heute halt, ich meine, da waren ja damals auch schon Spieler drin, die vielleicht nicht mehr ganz so aktiv waren, da irgendwie so ein Dings hättest mit Jude Bellingham, Haaland, CR7, Messi und so, glaube ich auch, dass das ziehen würde. Aber der Konsum ist anders, weil die Leute halt, das war ja früher für dich was Besonderes. So, du bist nicht einfach auf der Zeit auf Social Media gegangen und hast gesehen, wie die gerade in ihr Auto steigen oder den 33. Post von CR7, wie er muskulös im Internet steht oder sich, in der Küche steht und sich gerade einen Joghurt mixt, so. Das war halt immer was Besonderes, die im Fernsehen noch zu sehen. Das ist ja heute nicht mehr so besonders, weil du bist halt so, du wirst so überschwemmt mit Konsum von denen. Also du siehst sie in allen Ecken und Enden. Ich glaube, dass du dich halt einfach sehr satt gesehen hast davon. Früher war das halt so, boah, krass, das sind meine Stars in der Werbung zusammen. Carabao Cup, nächste Runde. Wir haben fast nur noch Hochkaräter drin und ich bin mir sicher, wir kriegen City. Tottenham. Die Saison zieht ab. Ach, auf einmal Ryan, hä? Auf einmal, man ist zufrieden, dass der Trend nicht zurzeit klar nach oben geht. Pass auf, dass ich nicht bald weggehe. Mir erst die ganze Zeit vors Gesicht treten und dann... Es wird... Wolverhampton. Aber geil, dass Patrick Jones mal hier mit dem in der Verlosung mit drin ist. Der ist einfach 48. Der ist auch nicht mehr weit davon entfernt, nochmal 49 zu werden, Alter. Also der ist zwei, drei Monate davon entfernt, 49 zu werden. Es ist unglaublich. Da haben wir übrigens immer noch die Frage, Chat, ne? Ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass wir hier den hätten abgeben können, aber der 11 Torbeteiligung in 10 Spielen hat. Und ihr wolltet den abgeben. Und ich habe das Gefühl, so wie die Hinrunde läuft, dass wir den nicht abgeben können. Middlesbrough, Platz 17, Platz 12, wir. Wieder ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Wir gewinnen das zu 100%. Wir sind jetzt so on fire, da kann man auch mal so reingehen. Patrick Jones, Musambo, wieder Assist. Was macht's? Also jedes Assist und jedes Tor von Musambo macht's nicht leicht, ja, die Entscheidung, ne, wirklich nicht. Ich würde mich gerne freuen. Ich kann mich nicht mal über die Assist von Musambo gerade freuen. Ganz schwierig. Ganz schwieriger Hase. Nehmen wir die 2 mit und ich nehme die Kotschap 1,5 mit. Matthew Hoppy trifft. Hansen hat jetzt auch mal vorbereitet und hat sogar getroffen. Also der hat auch wieder eine gute Partie gemacht, ne? Jetzt aus dem ZM. Links stehen. Was ist mit Hoppy? Ja, der ist auch schon wieder gut dabei. Also Hoppy ist wirklich ein Wunder in dem Spiel, ne? Kann ich euch nur empfehlen. Holt euch Hoppy. Bei mir war der jetzt auch super krass.
Und wir rutschen damit übrigens auf Platz 11 in der Tabelle. Ich sag nur, ihr habt mich ja schon totgesagt. Totgesagte leben länger. Ach. Ach. Doch, mag man mich wieder, Ryan, ne? Ich hab alle mit deinen DVDs verkauft. Ich bin raus. So, rein ins Match gegen Southampton. Ihr verdient ja jetzt auch alle mehr. Das müsste ja eigentlich richtig gut laufen. Nächstes Tor, Musambo. Ey! Heulund, nein, ja, ja, Heulund, der Doppelte. Ja. Zeitspiel. Ich bin dreckig, ich sag's euch. Tut mir leid, ich bin dreckig. Ich weiß auch warum. 3-2 Southampton. Damit haben wir den 6. der Liga geschlagen. Und es könnte sein, dass wir damit einen enormen Sprung nach oben machen. Nach Hause auch, aber Heulund eingewechselt, Doppelpack. 1, stark. Musambo auch wieder dabei. Assist von Block Sam. Ich mag alles daran. Mal gucken, was die Tabelle sagt und mal gucken, was Ryan Reynolds da sagt, denn wir sind Achter in der Premier League. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Wir haben jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Nachdem wir so schlecht reingestartet sind, haben wir jetzt eine richtige Serie gestartet. Eben als wir mal geschaut haben, hatten wir 24 Gegentore, glaube ich. Was Tore angeht, generell Geschossene sind wir ganz oben dabei. Das sieht doch sehr gut aus. An die Position können wir gewöhnen. Oh, Wolverhampton. Ah, jetzt, ach ja, Ryan, du schon wieder. Hey. Also ich sag dir ehrlich, da ist so ein bisschen bei der Liebesstory, bei uns ist ein leichter Bruch. Ist ein Knacks drin. Ja. Also Status jetzt würde ich sagen, wir sind ein bisschen auf der Titanic, sind im Meer. Ich würde dich aktuell untergehen lassen. Ich bin immer noch ein bisschen gefrustet. Ich bin ein bisschen hurt. Die Prämie, Joe Gomez unterschreibt einen neuen Vertrag. Das ist gut. Aber guck mal, ne, der hat auch gerade eine 82, Joe. Klar, der hat auch eine sehr gute Form, aber den haben wir ein bisschen aus dem Loch rausgeholt. Aus seinem Liverpool-Loch. Das ist natürlich mächtig, ne? Aber ob wir jetzt einen Spieler holen, der nicht mal in Ansätzen diese Stärke hat, der so wichtig ist für uns und da irgendwie 30, 40 Mille für bezahlen oder einmalig für Musambo richtig reinlangen und ihm 8 Millionen Gehalt bieten. Plus ein Jahr, plus Option. Wenn der Vorstand sagt, das ist in Ordnung, ich kann noch runtergehen bis auf 7-2, aber ich will halt safe sein, dass er unterschreibt. Ja, ich versuch's. Okay, bitte. Oh, bitte. Das ist so wichtig. Genau, ich ziehe dann auch sofort die Option, wenn das klappt. Let's go! Let's go, Alter. So wichtig, Mann. Wir haben Musambo noch 1,5 Jahre länger. Geil. Und können mit ihm planen und können gucken, wie das irgendwie gedribbelt. Ja, also das ist noch nett ausgedrückt. Gedribbelt. Und können gucken, wo wir mit dem hingehen. Geil. Ohne den sind wir da aufgeschmissen. Das ist halt der Spieler, der natürlich die Ansprüche hat. Der hat eine 90er Wertung, aber den wir halt einfach aus der Krabbelgruppe mit hochgezogen haben. Und da muss man alles für tun, damit der bleibt. Ladies and Gentlemen, this is Musambo number 5. Guck mal, beflügelt der ist. Als hätten wir es gewusst, Chat. Ne? Der Plan war ja eigentlich, dass wir, wenn Musambo geht, jemand anders hochziehen. Als hätten wir es gewusst. Stellt euch mal vor, wir hätten ihn abgegeben. Überhaupt nicht gut für Uedraogo. Rein ins Pokalspiel gegen Wolverhampton in FA Cup. Danach haben wir noch ein paar Spiele. Sehe ich jetzt erst. Wir sind, ja gut, das hat natürlich jetzt alles ein bisschen Zeit gefressen. Schaffen die nächste Runde. Ich bin voll drin. Ich glaube an alles gerade bei den Jungs. Das ist ja bisher sehr mager, ne? Die können die super ausbaden jetzt. Super ausbaden vor allem. Und die Bade auslöffeln. Boah, was macht denn Kalajdzic mit uns? Kalajdzic nimmt uns ja komplett Wolle. Du glaubst einmal an die Truppe und wirst so enttäuscht. Und gehen rein gegen Nottingham und tun so, als wäre das Pokalspiel nie gewesen und sagen, die haben die Hosen voll, die Gegner. Bin ich mir sogar sicher. Und rein. 1-0. Scarlett. Spielt nicht. Heulund meine ich natürlich. Heulund. 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 Es fällt jede Sekunde einer rein. So. Blocksam. Ich sag doch, man muss nur belieben. Da ist er doch. Ey, Hansen jetzt von der Bank, passt das gerade ganz gut. Patrick Jones auch nochmal. Sehr gut. Ey, Fred auch. Sag ich euch ehrlich, dafür, dass Fred gerade erst dabei ist so und ich eigentlich den nur so als Backup geplant habe, finde ich, macht das Fred sehr stabil. Oh, ach, guck mal da. Da kriege ich mir einen privaten Postbrief hier von
Ryan Reynolds, wie geil ich auf einmal bin, ne? Und ich werde ihn ignorieren. Ich verbrenne ihn sofort. Ach, Ryan. Ach, lieben wir mich wieder, ja? Meine Liebe ist gebrochen. Wir waren kurz vor rausgeschmissen zu werden, ne? Und jetzt sind wir Sechster. Weil jetzt natürlich auch Gegner kommen, die so ein bisschen in unserer Liga sind. So City, und das ist genau das Problem, wenn du die alle hintereinander, auch City hat man noch gar nicht, ne, in der Liga, glaube ich. Hatten wir City? Doch, wir hatten City. Auf jeden Fall, wenn du diese ganzen krassen Vereine hintereinander hast, relativ zeitnah, und dann nicht so in so einen Spielfluss reinkommst, dann schießen die dich halt aus dem Stadion und dann sieht das so aus, wie es eben aussah. Das hier gefällt mir übrigens überhaupt nicht, Job. Eden Hazard darf mal wieder mit der Truppe mitreisen. Wir haben noch Chelsea, Man U, Aston Villa. Die spielen, die sind halt alle relativ weit oben. Chelsea wird natürlich heftig, Man U, ja. Von der Spielstärke sind die halt alle oben drin. Die Spiele, die wir gewinnen müssen. Aber es ist gut, dass wir jetzt mal ein paar Siege in Folge haben. Ich dachte ja, das war so die wichtigste Phase in der Saison. Und die mussten wir irgendwie überstehen. Das gewinnen wir zu 100%. Ich weiß nicht, so sicher. Ja, komm, ist halt. Und da sind wir gut durchgekommen. Und ich habe das Gefühl, je selbstsicher ich werde, umso schwieriger wird's. Genau das. Was ist das denn? Wieder mal von der besten Defensive zu der letzten Mülldefensive. Musambo. 87. Assist Telles. Boah, da habe ich doch nochmal das Näschen gehabt. Ey, dann wenigstens ein Punkt. Ist jetzt nicht die Welt. Scarlett mit einer 5 ist natürlich brutal, aber den Punkt nehme ich mit. Den Punkt nehme ich mit. Es ist halt sehr, sehr eng alles. Aber guck mal, Arsenal ist halt 9. Und Tottenham 10. Hier wird auch noch was hochrutschen. Wir sind hier in der Riege, wo wir nicht hingehören. Aber was damit los ist, frage ich mich aber auch gerade. Was ist denn mit Crystal Palace los? Sambo ist Spieler des Monats. Ja, Vertragsverlängerung und Spieler des Monats ist. Ich habe ein Händchen. So, jetzt geht's ran gegen Chelsea. Die sind vor uns und haben ordentlich Stärke mehr. Aber unsere Saison und Form ist was besser. Aber so, Job ist wieder fit. Wir spielen gegen ein besseres Team. Deswegen gehen wir rein ins Konterspiel. Das testen wir jetzt, das können wir sogar drin lassen, weil danach kommt direkt Menu. Rein gegen Chelsea, 6. gegen 4. Nein, das geht mal nicht, das Lane Scarlett-Ding, den traue ich nicht. Wir trotzen ihn ein 0-0 ab. In den ersten Halbzeiten haben wir bisher meistens gut ausgesehen, ne? Das war immer so die zweite Halbzeit, wo auf einmal alles zusammenbricht. Wir sind gerade besser drin, wir gehen nochmal richtig rein. Noten sind, boah. Ich wusste, wenn ich den letzten Wechselslot nutze, passieren wir in der 90. das 1-0 von Mudrik. Wir stehen ja gut da, aber trotzdem. Das erste Niederlage seit langer, langer Zeit. Stürmersituation ist wieder gleich bescheiden. Die sind immer beide gleich gut oder beide gleich schlecht. Aber Stand jetzt ist eigentlich Heul und größer eher. Scarlett bin ich noch. Ich bin bei Scarlett und möchte noch hin und her gerissen, was ich von dem halte oder halten soll. Rein gegen Menu. Wir lassen das Konterspiel drin. Wir machen mal sanft, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Wir haben so viele Ansagepunkte da oben verloren, dass wir jetzt mal ein bisschen Fahrt rausnehmen müssen. Ein Tor von Dane Scarlett ist auch geil. Ein 1-0 zur Halbzeit nehme ich auch mit. Harrison kommt jetzt mal auf die ZM-Position, mal hochgezogen. Ich traue mich hier hinten nicht zu wechseln. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wenn ich da hinten jetzt wieder einen Wechsel mache, dann hat das eine negative Auswirkung. Aber die laufen halt gerade ein bisschen um Zahnfleisch. Mullen macht die entscheidende Hütte jetzt gegen Man U. 1-0 gegen Man U. Wir sind doch da, Alter. Wir sind doch da. 1-0 gegen den Dritten der Premier League. Das ist mal ein richtig, richtiger Big Point. Gerade nach unentschieden Niederlage, wo der Trend so nach unten gehen kann, ist das ein richtiger Big Point. Gibt eigentlich kein Torwarttalent, was man in den Zweiten aufbauen könnte. Doch, mache ich ja tatsächlich. Mit meinem Tittenhorst. Tittensor. Den bauen wir auf. Stellt euch ein auf die letzten 4 Spiele. Und eins davon ist jetzt Aston Villa, die eine gute Teamstärke haben, aber ganz, ganz unten in der Tabelle stehen. Lübe Cannon, Medicash. Dafür, dass ich das Gefühl habe, dass Dane Scarlett kaum bei uns budet, lese ich den viel zu oft. Ich verstehe das nicht. Joe Bellingham auch wieder mit einer guten Note. Endlich, Joe. Du hast dich ein bisschen aus deinem Loch rausgearbeitet und das gefällt mir. 6-2 Torschüsse. Boah, Mullen mit einer Instant-Gelben. Schade. Und nur 5-5. Ich glaube, Mullen macht noch eins, Chat. Wir müssten eigentlich eine Wette machen, ob Mullen. In der Rückrunde machen wir nochmal eine Wette, wahrscheinlich, ob Mullen diese Saison zumindest auf ein Saisontor kommt. Ich skippe das schon nur noch mit Ryan Reynolds. Bin menschlich so enttäuscht von ihm.
Aber auf einmal ist unsere Wertung auch so hoch. Wir sind auf einmal bei 890, wenn wir den Lauf haben. Torschützenliste. Auf Platz 11 ist Dane Scarlett. Und danach weiß ich nicht mehr viel. Dann ist ja so überhaupt nicht da mit 6 Toren. Was ist denn mit Haaland los? Haaland, ich sag dir ehrlich, ne? Wenn du Bock hast, ich wäre bereit, dich aufzunehmen. Der Trainer setzt dich einfach nicht richtig ein. Du musst mal unter den Niederländer arbeiten, ne? Vertrau mir. Vertrau mir. Pokalspiel gegen Tottenham. Wir haben Tottenham jetzt zweimal hintereinander. Stärketechnisch kein großer Unterschied. Form ist bei uns, aber das kann ich auch schnell legen. Genau das. Mann, könnt ihr einmal konstant in sowas performen? Ich werde Panne. Ja, ihr könnt euch doch alle ins... Auf einmal ist Tottenham die beste Mannschaft der Liga. Klar, geht ja um was, ne? Auf einmal die beste Mannschaft der Liga. Ja, klar. Natürlich, ja. Ist okay. Ist okay, Manager. Jetzt geht's gerade ein bisschen dahin, ne? Sehr gut angefangen. CR7 und die Glazers. Sehr gut, jetzt die letzten Spiele performt. Jetzt gerade merkst du, es geht gerade so ein bisschen wieder runter. Ist okay. Kann auch nicht super, super konstant sein die ganze Zeit. Okay, gegen Norwich. Und dann haben wir das letzte Spiel gegen Tottenham. Und dann machen wir mal ein kleines Fazit, wie die Hinrunde lief. Ich sag mal so, ich bin durchweg gerade zufrieden, auch wenn das Tuch mit Ryan ein bisschen durchtrennt ist. Wir werden nicht verlieren. Das will ich hoffen gegen Norwich. Jetzt bin ich sauer. Bei Gigi häuft sich das gerade ein bisschen. Ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal. Aber der hat halt eine 70er Rating. Also an sich, am Rating, weiß ich nicht. Da bin ich auch ein bisschen stur. Das sage ich auch ehrlich. Ich bin ein bisschen stur, was die Geschichte mit Gigi angeht. Da sind ja auch noch andere Spieler, die hier gerade Mist machen. Ich habe Konterspiel noch drin. Ihr sagt auch keiner was. Ja, ist doch kein Wunder, dass wir hier nicht mehr gewinnen. Ich habe es vergessen rauszunehmen. Sechster gegen Siebter, ey, das wäre echt nochmal ein cooler Abschluss der Hinrunde. Aus Würde ich, also kurz davor, das Gefühl zu haben, rausgeschmissen zu werden, bis hin zu einstelliger Tabellenplatz. Das wäre anonyme Spende, 10.000. Oh, super. So, Spieler des, also hier, also wenn hier nicht bei der Weltfußballer, ne, da ist also Musambo. Musambo auf Top 3. Musiala, Ansu Fati und echt eine geile Auswahl. Sonst hast du ja immer Haaland und so drin. Ey, ehrlich, ich mach mal eine Siegprämie. Ich will die Hinrunde vernünftig, besinnlich abschließen. Moin, Kiezkalle. Schaust du Ball und... Wie du siehst, nicht? Nee. Wie du siehst, nicht. Aber es gibt auch wirklich... Auf der Welt gibt es wenig Sachen, die uninteressanter sind als der Ballon d'Or. Also wirklich weniges. Ich glaube, ich würde mir eher noch Formel-1-Rennen in Dauerschleife anschauen. 24 Stunden. Als nur einmal eine Ballon d'Or-Verleihung. Ey, letztes Spiel gegen Tottenham. Und dann hoffe ich, dass wir das letzte Spiel nochmal gewinnen, weil wir starten danach mit Wolves Arsenal City. Wir haben hier einen super schwierigen Saisonstart. Ich denke aber sogar, dass ich Arsenal Offstream mitnehmen muss, weil wir ja hier so ein bisschen in Transferverhandlungen gehen. Und das ist halt in England immer sehr, 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 sehr nah an dem ersten Transfertag. So, da gibt es ja keine wirkliche Pause. Rein gegen Tottenham, Siebter gegen Sechster. Situation ist möglich. Also ich glaube, Tottenham ist unser Kryptonit. Vor allem der hier anscheinend. Eine 6 und verletzt. Geil. Bizuma liegt uns wirklich überhaupt nicht. Ja, weiß ich nicht, ey. Wir haben jetzt so die letzten Spiele echt ein bisschen flöten lassen, ne? Von der richtigen Siegesserie jetzt aus 6 Spielen 3 Niederlagen. 5 Spielen 3 Niederlagen. Und damit halt ein bisschen wieder runter. Also klar, wir können hier immer noch angreifen, so. Aber das trübt halt so ein bisschen die Saison gerade, beziehungsweise die Hinrunde, die an sich super stabil ist. Aber die letzten Spiele haben sich irgendwie alle wieder ein bisschen angefühlt wie der Anfang der Saison. Wir sind immer noch Neunter und das ist mehr, als ich erwartet habe. So, einstellig ist krass, aber Middlesbrough macht das auch gut. Wir haben auch hier niemanden drin. Wir haben Musambo drin in Weltklasse, das ist krass. Und Bloxham in internationale Klasse. Ja, uns fehlt halt vorne wirklich so jemanden, den wir einfach stellen können. Habe ich das Gefühl im Sturm, wo wir wissen, der macht ein paar Buden. So wie wir das die letzten Jahre mit Mullen hatten. Weil wir wechseln hier die ganze Zeit durch zwischen den beiden Stürmern. Und beide performen so lala. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ja, und wenn euch die Folge Freude gemacht hat, dann lasst gerne ein Abo da auf YouTube. Lasst einen Daumen da. Und wenn ihr wollt, auch gerne einen Kommentar. Vielleicht gibt es auch mal ein paar motivierende Worte. Ich wurde ja hier wieder nur getreten von so Leuten wie Yannick und sowas im Chat. Vielleicht gibt es auch ein paar motivierende Worte und vielleicht noch ein, zwei Ideen. Aber ich glaube, wir haben zwar ein bisschen Geld noch, aber das Thema wird uns sicherlich noch bis in die nächste Saison mit begleiten, das Musambo-Thema.
Aber ohne den wäre halt wirklich Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, das sieht man. Mir fehlt halt vorne, glaube ich, wirklich ein Torgarant. Mal schauen. Ey, YouTube, ich würde mich sehr freuen. Danke für den Support in den letzten Tagen und Wochen. Es wird auch weiterhin gut gefeuert. Hat jetzt eine kleine Pause gegeben. Ich denke aber, wenn alles gut läuft, sehen wir uns Donnerstag im Stream wieder. Und ihr solltet das Ding hoffentlich auch bis Mittwoch, Donnerstag online haben. Ja, je nachdem, was die Thumbnail und Schneiderei macht. YouTube, Kuss auf die Nuss. Dankeschön für den Support hier und gerne weiter so. Und wir sehen uns dann mit dem 48-jährigen Gianluigi Buffon im nächsten Stream wieder. Gut Kick. YouTube.